Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind immer noch im Halloween-Special mit den U-Boots. Ja, gute Frage, wie das funktioniert, das erkläre ich dir jetzt nicht. Gefechtsstation. Ah, das hat bestimmt jemand mit der Falcon gefragt, ne? Dunkle Nebel. Dunkle Nebel, dunkle Nebel, dunkle Nebel. Ist nicht bei mir, okay, auf der Seite, okay. So, wir haben die Barracuda. Ja, genau. Die hat zwar weniger Torpedos, auch nach hinten keine Torpedos. Die Falken haben nämlich da hinten zwei Rohre. Das ist sagenhaft schön. Aber immer wenn ich mit der Falken oder GR Falken fahre, dann verrecke ich. Oder wir packen es halt nicht. 6,3 Erkennbarkeit und wir sind erkannt. Wir tauchen mal runter. Und ja, der sieht gut aus. Aber nicht für mich. So, wir gehen mal gleich auf Ziel 2. Denn die Falcon da ist wahrscheinlich, geht auf den ersten. Gut, dann würde ich sagen, Feuer frei auf Nummer 2. Rohr 2 auf Feuer, Gegner 2. Nachladen. Hoffentlich dreht er nicht bei oder so. Komm, 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 komm. Oh. Ein schöner Schlag. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. Das versuchen wir jetzt nochmal auf den dritten. Ziska. Halbe Energie oder ein Viertel. Gucken wir. Weil die Barracuda macht deutlich, hat zwar weniger Torpedos, aber macht natürlich Schaden. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff Ich versenkt. sollte sie anders schießen. Ich glaube, erst die Zweier, um das Schiff ein bisschen aufzuhalten und dann die Einser. Weil die Zweier friert so ein bisschen das Schiff ein. Und die Kollegen hier kriegen es nicht geschissen. Ach, ich lass sie. Das sollten die ja hinkriegen, oder? Parallel, er könnte jetzt schön von hinten. Ja, komm, das kriegen sie hin. So, wir brauchen Sauerstoff. Mal auftauchen. So viel einatmen, wie ihr könnt. Wir müssen nämlich jetzt wieder schnell tauchen machen. Schnell tauchen, schnell tauchen, schnell tauchen. Okay. Und wieder auftauchen. Wir brauchen Sauerstoff. Da kommt er schon wieder zu mir. Schnell tauchen. War das einer von uns? Nein. War ein Gegner. So. Dann tauche ich wieder auf. Den überlasse ich dir, Falke. Wir nehmen den nächsten. Ich weiß, dass Sauerstoff kritisch ist. Darum tauche ich ja schon wieder auf. Schießt er jetzt drauf oder nicht? Ich mache einfach den zweiten. Und da werden wir uns wieder tauchen. Tauchen. Erkennbarkeit ist jetzt 3,1. So. Mal wieder eine Stufe hoch. Haben mehr Sauerstoff. Rohr 2, klar machen. Feuer. Rohr 1. Dreht, glaube ich, ab. Sicherheitshalber kriegst du nochmal ein. Oh, Rohr 1 geht daneben. Ich schieße jetzt einfach. Tauchen. Und jetzt habe ich außerdem nochmal geschossen. Tauchen. Tauchen. Er lebt noch. Verdammt. Er hat viel ausgehalten. Auftauchen. Keine Wasserbomben bei ihm. Komm erst später. Wir haben noch 7 Minuten. Das heißt, ein Angriffsmanöver werde ich noch ausführen auf den. Auftauchen. Auftauchen.
Und wir müssen uns drehen. Ja, ich weiß, da ist Land. Auftauchen. Auftauchen. Das war was. Ja, Sauerstoff ist kritisch. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Also drehen und hochkommen ist jetzt nicht so einfach. Sollte man nicht machen. Aber jetzt schießen wir. Der ist mir quasi eigentlich egal. Wir wollen den Wag haben. Und gleich noch einen. Und weil es so schön ist, kriegst du noch einen dritten. So, jetzt tauchen. Und wir gehen diesmal in die Mitte, also in die Richtung, wo ich jetzt die Kanonen zeige, um die Kollegen zu unterstützen. Weil die kommen da auch nicht weiter als wir. Er hat dann Pech. Oh, der kommt dran vorbei, oder was? Alter, gut ausmanövriert. Alter, das gibt's doch nicht. Auftauchen. Oh, nee, es war tiefer, Entschuldigung. Auftauchen. Feuer. Rohr 2. Feuer. Abdrehen. Action machen. Oh, ist auch okay. Jetzt aber. Komm. Abdrehen. Oh. Das hat mich getroffen. Gut, den haben wir. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. So. Leichte Schaden haben wir, leicht Schaden haben wir genommen. Wir versuchen uns jetzt an den ranzuschleichen, an den Levitan. Sieht auch irgendwie cool aus. Irgendwie Krakenmuster oder so. Ein riesiges Maul vorne. Cool gemacht. So. Feuer. Rohr 2. Feuer. Rohr 2 hat gleich noch einen. Wir drehen ein bisschen ab. Wir drehen ein bisschen ab. Wir drehen ein bisschen ab. Ah, es war zu viel. War zu viel. Oh, wir warten nochmal. Sieht gut aus. Und der andere hat leider nicht getroffen, der ein bisschen Schaden macht. Feuer. Und Sauerstoff, es sieht nicht gut aus. Aber ihn will ich noch haben. Ihn will ich noch haben. Hammer. Auftauchen. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Abdrehen, wir machen jetzt mal einen Kreis. Ach du Backe, da ist ja einer. Wo kommst du denn her, Süßer? Ich habe ich ja gar nicht gesehen. Der hält voll auf uns drauf. Tauchen, 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 tauchen. Tauchen, tauchen. Runter, 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 runter. Torpedos auf Backbord. Alter Schwede. Das war knapp. Auftauchen. Wir brauchen Sauerstoff. Wir haben keinen. Wenn wir jetzt die Falken wären, oder hätten, könnten wir jetzt hier schön von hinten einen reinzimmern. Aber leider haben wir das Schiff nicht. Wir haben die Barracuda. Der sieht gut aus. Den kriegen wir ab, den kriegen wir ab, den kriegen wir ab, den kriegen wir ab, den kriegen wir ab. Nein. Wir haben ihn wenigstens jetzt in Brand gesetzt. Den Arsch da vorne. Vielleicht war eine Wasserbombe oder whatever. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall weg. So, ich trinke noch jetzt mal einen Kaffee und dann 4 Minuten noch. Hm. Wenn ihr auf die Minimap jetzt guckt, auf der rechten Seite von der Insel, wo ich jetzt gerade bin, fährt einer weiter aufklären. Das ist sehr wichtig. Wenn das nämlich keiner macht von der Gruppe, also mit der Barracuda würde ich es eh nicht machen, weil die erreichbar, wird sehr gut erkannt. Zipper ist da bisher, glaube ich, auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, was für ein Kollege das da hinten ist. Die Falken habe ich letztes Mal auch gemacht. Mit der GR-Falken. Ist auf jeden Fall wichtig, weil sonst kriegen wir den Stern nicht. Und das sieht schon sehr knapp aus. In 3 Minuten. 5 Kilometer Erreichbarkeit muss es sein. Ja, muss dran sein. Weil sonst, ja, sieht er da halt das Schloss nicht. Und dann kriegen wir einen 5. Stern nicht. Rasputin zu versenken und so, das ist alles eigentlich kein Problem. Und auch die Katapulte aufzudecken und auch die gegnerischen Schiffe zu platt zu machen, das geht eigentlich alles. Aber halt, ja, wie gesagt, da hinten dieses Schloss aufzudecken, ist nicht leicht. Das, weil es wird gern vergessen von anderen Spielern oder zu spät realisiert und dann fährt keiner hin und gut ist, ne? Weil mit der Barracuda möchte ich nicht hinfahren, wie gesagt.
Die wird sofort erkannt und schießt auch automatisch. Das kann ich leider nicht ausstellen. Ich weiß es nicht, wie ich es ausstelle, aber ich bin nicht über den Schiffen. Das macht er ja automatisch. Sobald er schießt, wird er wahrscheinlich auch eher erkannt. Aber leider ist er 11 Kilometer vor mir. Aber er fährt schon in die Richtung. Wir sind 13 Kilometer. Das heißt, er müsste irgendwie bei 7 sein oder so. So, jetzt sind wir erkannt worden und kriegen jetzt die volle Aufmerksamkeit und den Blick auf. So, man könnte jetzt auf die Rasputin gehen. Ach doch, komm. Gehen wir auf die Rasputin. Oh, Wasserbomben. Wo kommen die denn her, die süßen Wasserbomben? Ach, einen kriegt er noch, Rasputin. So. Torpedos, acht aus. Jetzt müssen wir aufpassen. Dreh mal ein bisschen ab. Oh! Ich bin in den Torpedo reingefahren. Das war mein Fehler. Torpedos, acht aus. Das war mein Fehler. Torpedos auf Backbord. Torpedos, acht aus. Ich wollte jetzt nicht untertauchen. Wir gehen nochmal hoch. Torpedos, acht aus. So, nächstes Ziel ist da. Oh, 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 oh. Ich gehe doch mal wieder tauchen. Und wir haben es geschafft. Okay. Der letzte Angriffsmanöver hat nicht geklappt, wie ich es wollte. Ich hätte die Rasputin hätte drauf schießen sollen und untertauchen sollen. Dann hätte ich jetzt da, hätte da kein Kollege auf mich geschossen. Das ist halt leider das Problem. Wenn du ein Torpedo losschießt, du kannst natürlich so gucken, dass du den Torpedo immer natürlich auf den Feind zielst. Aber wenn da so ein Heinrich ist, so einer wie ich, da kann es natürlich sein, dass er in die Quere kommt und ja, dir den Torpedo fährt. Wie gesagt, diese Borg zur Schwarzhöhle, sehr wichtig, wenn er diese Mission spielt, dass einer sich darum kümmert. Wenn nicht, müsst ihr das machen. Ansonsten ist das Szenario eigentlich gar nicht schwer. Ich würde aber gerne mal diese U-Boote gegen andere Spieler spielen. Das wäre bestimmt mal was ganz anderes. Also jetzt nicht U-Boot gegen U-Boot, sondern einfach so, wie es jetzt normal auch ist, dass du in eine Map kommst, wo es Flugzeugträger gibt, Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe und dann auch U-Boote. Und ich hoffe wirklich, dass die die U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg wirklich in das Spiel implementieren. Das wäre einfach nur geil. Da würde ich jetzt nur noch U-Boote spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch unterhalten. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne kommentieren, abonnieren, liken nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.